Und bei mir im Studio ist jetzt jemand, der Bruno Kreisky kannte wie kaum jemand sonst, Wolfgang Petritsch, heute OECD-Botschafter Österreichs in Paris, aber lange Jahre Mitarbeiter von Bruno Kreisky im Kabinett bis zum allerletzten Arbeitstag bei seinem Rückzug und auch Autor einer neuen Kreisky-Biografie, die hoch gelobt ist und sich auch verkauft wie geschnitten Brot, wie man in Deutschland sagt. Herr Dr. Petritsch, Sie haben in einem Interview kürzlich gesagt, Bruno Kreisky war ein Phänomen, wie man es heute nicht mehr antreffen kann. Was hat denn von seinen Nachfolgern unterschieden? Ich glaube, dass Bruno Kreisky in gewisser Weise das 20. Jahrhundert repräsentiert. Geboren 1911, gestorben 1990. Darin liegt eigentlich dieses kurze 20. Jahrhundert, das ein ziemlich schreckliches war. Besonders eben der erste Teil, in dem Bruno Kreisky der Verfolgte war, der Vertriebene gewesen ist, der große Opfer bringen musste, um zu überleben. Und die zweite Hälfte, in der ab 45 sozusagen nicht nur seine Karriere, sondern auch der Aufstieg Österreichs stattgefunden hat. Und mit diesem Aufstieg Österreichs ist sein Name Bruno Kreisky sehr, sehr eng verbunden. Ich glaube, das macht auch diese große Faszination aus. Aber wird Bruno Kreisky nicht auch stark verklärt? Muss man nicht sagen, er war letztlich auch ein bisschen Bundeskanzler im Schlaraffenland. Er hatte eine absolute Mehrheit, davon können Regierungschefs heute nur mehr träumen. In einer Zeit, in der Nationalstaaten noch nicht so vernetzt vom Ausland abhängig waren wie heute. Zu einer Zeit, in der die Budgetnöte nicht annähernd so groß waren wie heute. War es da nicht viel leichter auch zu regieren und zu reformieren? Also meiner Meinung nach war es leichter einerseits, andererseits aber auch viel, viel schwieriger. Sie müssen bedenken, dass die 70er Jahre den großen ersten und zweiten Erdölschock gebracht haben. Wie wir heute wissen, hat es damit eigentlich begonnen, mit der totalen Veränderung natürlich auch der gesamten Umstände im ökonomischen Bereich und so weiter und so fort. Die hat Bruno Kreisky, und da hat er fast so etwas wie eine Bestätigung für den Ausspruch, eine Insel der Seligen geliefert, indem er eben versucht hat, durch eine sehr forcierte, sehr proaktive Wirtschaftspolitik, in der im Mittelpunkt der Mensch gestanden ist, Arbeitsplätze zu schaffen. Ich glaube, das war das Entscheidende. Und vor allem hat er wirklich so etwas wie Führungscharisma gehabt. Und die Menschen hatten das Gefühl, offensichtlich das Gefühl, hier weiß jemand, was geschehen soll. Gut, da sagen jetzt aber auch viele Kritiker, vor allem natürlich aus der konservativeren Landeshälfte, das war nicht nur der Sonnenkönig, das war auch der Schuldenkanzler, der auch viel zu lange an verknöcherten Strukturen, gerade in der verstaatlichten Industrie, festgehalten hat. Also das ist schon längst widerlegt. Bruno Kreisky hat natürlich zu einer Zeit, als es notwendig gewesen ist, Defizitmanagement betrieben. Dafür haben wir immer während der gesamten 70er Jahre eine wesentlich niedrigere Arbeitslosenrate gehabt. Und ich sage Ihnen, Herr Wolf, ich bin überzeugt, dass heute die niedrige Arbeitslosenrate bei uns in Österreich im Vergleich zu dem, wir haben die zweitniedrigste in Europa, auch damit zusammenhängt, dass es Bruno Kreisky gelungen ist, diese Vollbeschäftigungspolitik sozusagen zu einem allgemeinen, nationalen und für alle politischen Parteien geltenden Dogma zu machen. Man kann heute nicht mehr Politik betreiben in Österreich, wenn die Arbeitslosigkeit zum Beispiel 10% betragen würde. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, für die Zuseher, die es nicht wissen, Sie sind Sozialdemokrat, nur zur Einordnung. Sind Sie bei den Recherchen für Ihre Biografie auf etwas gestoßen, das Sie trotz Ihrer großen Nähe zu Bruno Kreisky vorher nicht wussten, dass Sie wirklich überrascht hat? Also überrascht hat mich eigentlich die Dichte und die Fülle seiner Aktivitäten. Er hat natürlich ein sehr langes politisches Leben geführt, von Mitte der 1950er Jahre an bis tief herein in die 80er Jahre. Und da hat sich ein unglaublich viel an Material, an Beziehungen angesammelt. Die wenigsten Menschen wissen, dass der heutige Präsident des demokratischen Irak, Talibani, jemand ist, den Bruno Kreisky seinerzeit geholfen hat, der Bruno Kreisky heute noch kennt. Ob er andere österreichische Politiker kennt, das weiß ich nicht. Aber das zeigt das ein Beispiel nur, wie sehr er sich eingesetzt hat für verfolgte Menschen rund um den Globus. Es waren Chilener genauso dabei wie Kurden und viele andere aus unseren Nachbarstaaten. Ich glaube, das war für mich eigentlich die Überraschung, mit welcher Intensität und mit welchem Einsatz, durchaus auch oft sehr riskant, er Politik betrieben hat. Es überrascht mich, dass Sie das überrascht hat. Ich dachte, dass Sie das schon gewusst haben. Aber was war Kreiskys größte Schwäche Ihrer Meinung nach?
Seine Schwäche war wahrscheinlich, das hat sich ja im Laufe der Jahrzehnte, die er Politiker war, wahrscheinlich auch verändert. Ja, ich habe ihn ja kennengelernt, sozusagen, also als der Mitarbeiter ab 1977, da hat seine noch eine sehr wichtige Aufschwungphase bis in etwa 1980 nach dem großen Wahlsieg 1979 gegeben und danach eine viel schwierigere Zeit. Ich glaube, dass Bruno Kreisky einen Fehler gemacht hat, dass er sich nicht etwas früher aus der Politik zurückgezogen hat. Dann wäre wahrscheinlich seine Gloriole sozusagen absolut berechtigt gewesen. Heute wird im Nachhinein natürlich vieles verklärt. Aber ich glaube, auch diese Verklärung zeigt, dass die Menschen eine Sehnsucht haben nach Leuten, die eben ein Leadership hinlegen, die auch mit wirklich brennen, wenn sie Politik machen, die engagiert sind und die einfach, egal ob sie einmal etwas Falsches oder irgendwas sagen, sich für glaubwürdig, für ihre Ziele einsetzen. Doch aber schon vor dieser Schlussphase, nämlich deutlich früher, Mitte der 70er Jahre, war dieser berühmte Konflikt mit Simon Wiesenthal, für den Kreisky viel kritisiert worden ist, auch von Freunden. Und Tom Segev schreibt in seiner neuen großen Simon Wiesenthal-Biografie, Kreisky hätte Wiesenthal regelrecht gehasst. Woher diese extreme Emotion? Ich habe mich mit dieser Episode, die sicher eine der unangenehmsten und verstörendsten in Kreiskys langem Leben, für mich jedenfalls gewesen ist, sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Ich habe auch mit Tom Segev korrespondiert. Ich habe mit vielen Menschen gerade darüber gesprochen. Es ist letzten Endes, bleibt da hier sicherlich ein ziemlich großer schwarzer Fleck auf Kreiskys Biografie hängen. Aber man muss auch verstehen, dass hier ein innerjüdischer Konflikt aus den 30er Jahren zwischen sich assimilieren wollenden Juden einerseits, Linken insbesondere, und den Zionisten, die einen eigenen Staat Israel wollten, abgespielt hat. Er wurde in die 70er Jahre transplantiert, sozusagen zum völligen Unverständnis der Umgebung. Das haben sozusagen nur die beiden Akteure gewusst. Und was Bruno Kreisky besonders gestört hat und was ihn wahrscheinlich dann zu dieser übermäßigen Reaktion auch verleitet war, war das Faktum, dass Wiesenthal in den Augen Bruno Kreiskys diesen Konflikt zu parteipolitisch zugunsten der ÖVP, der er war ja ÖVP-Mitglied, verwendet hat. Und diese Einmischung in die Innenpolitik mit Themen, die enorm wichtig sind, wie der Holocaust, die Verfolgung von Kriegsverbrechen und so weiter, das hat Kreisky unglaublich irritiert und da hat er sich verbal über die Stränge geschlagen. Herr Botschafter, vielen Dank für diese Einschätzung und für den Besuch im Studio. Danke sehr. Und den neuen Film von Helene Maimann über Bruno Kreisky, der heute Abend im Gartenbaukino präsentiert wurde, den können Sie übermorgen Abend hier in ORF 2 sehen, und zwar um 21.05 Uhr. Und gleich nach der ZIP 2 gibt es am Donnerstag dann einen Club 2-Spezial über Bruno Kreisky.